Der 3. Dezember 2022 war der beste Tag meines Lebens. Und hier ist die Story, wieso. Hi, Quinn hier. Ich war vor kurzem, vor ein, zwei Monaten oder so, war ich auf der Seite von Weekend of Hell und der Comic-Con Dortmund in der Hoffnung, dass vielleicht irgendjemand Cooles kommt. Und Tatsache. Robert England, Lisa Wilcox, Toy Newkirk, Rock Ties, komm auf die Comic-Con. Was halt für mich super besonders war, da Nightmare on Elm Street 4, wo die ja alle drin mitspielen. Nicht mein absoluter Lieblings-Elm Street-Teil ist, sondern auch mein absoluter Lieblingsfilm generell. Und ja, ich denke mal, wir wollen alle zum interessanten Teil des Videos kommen, deswegen cutte ich mal weiter. Ich entschuldige mich gleich schon mal im Voraus für die Bildqualität. Ich habe versucht, so gut es geht, sie noch zu retten. Aber meine Kamera kommt nicht klar mit egal welcher Beleuchtung. Ich habe wirklich einiges probiert. Für Leute, die sich jetzt auch fragen, was das Seitenverhältnis soll, die Kamera war hochkant und in meiner Jacke, weshalb die immer mal wieder ein bisschen schräg immer nach rechts schaut. Für Leute, für die das vielleicht verwirrend kommt. Ich sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass ich das Footage, was ihr seht, nicht für dieses Video aufgenommen habe eigentlich. Das Video, das war halt auch jetzt eher spontan gedacht, weil ich einfach Leute an meinem Tag teilhaben lassen wollte. Und vielleicht ist das Video ja auch interessant für Leute, die noch nie auf der Comic-Con waren oder generell auf einer Convention, so wie ich vor diesem Tag. An dem Punkt wurden die Türen geöffnet. Ich stand nämlich noch, als ich hier ankam, noch ungefähr eine halbe Stunde vor einer verschlossenen Tür, da ich ein Early-Entry-Ticket hatte. Ich kann euch sagen, es ist eine absolute Reizüberflutung. Also wer auf Filme, Merchandise und sonst was steht, bring eine Menge Geld mit. Und ich verspreche dir, du wirst alles los. Ich rede aus Erfahrung. So, hier hatten wir auch noch einen Tisch mit sehr viel Merchandise zu bekannten Horrorcharakteren, wie zum Beispiel Chucky, Pennywise, Jason, Freddy und nebendran auch noch ein Tisch mit Fungus. Ich habe auch feststellen müssen auf der Comic-Con, du findest auch einige Fungus, die echt schwer zu kriegen sind teilweise. Hier war noch ein Tisch mit eventuell interessanten Merchandise, aber es war hauptsächlich Star Wars, also who the fuck cares. Man hat auch gerade einen Stand gesehen mit sehr vielen T-Shirts. Ich kann euch versprechen, davon gab es einige. Also du findest einiges. Hier sieht man auch noch einen leeren Tisch, was halt, wie schon gesagt, an dem Early Entry Ticket lag. Da waren einige Tische noch gar nicht aufgebaut oder beladen. Das hat sich aber alles innerhalb der ersten Stunde auch erledigt. Also so ab 8 herum war wirklich alles voll und besetzt und ja. Es gab auch einiges es gab sehr viel für Anime-Fans, Schmuck, Mangas, Katanas, sonst was, alles was das Herz begehrt. Habe ich aber jetzt nicht so groß angeschaut, weil ich halt mit Animes überhaupt nichts anfangen kann.
Den Tisch fand ich auch noch ziemlich cool, weil der einfach, weil die Tischplatte einfach mit Funkos tapeziert war. An dem Punkt wird es jetzt Zeit für die Filmbörse. Das war das, worauf ich mich neben den Stars am meisten gefreut habe. Und die Auswahl war jetzt nicht super groß, zumindest halt für das, was für das ich mich so interessiere. Aber es gab einiges. Und ich habe auch Sachen gefunden, wie zum Beispiel das Freddy vs. Jason Steelbook da hinten, was man sieht. Das habe ich tatsächlich mitgenommen. Und auch Sachen, die man sonst nirgendwo sieht oder bekommen kann. Sachen, die es offiziell gar nicht gibt. Das fand ich auch noch cool. Das war wie ein Haus aus Fungos. Die ganzen Wände waren einfach komplett tapeziert mit Fungos. Ich fand das so awesome. Am meisten haben mich aber hauptsächlich die Band Fungus interessiert, wie zum Beispiel der Marilyn Manson, den man da sieht. Ich habe zwar keinen mitgenommen, aber interessant war es trotzdem. Und die Auswahl, die war wirklich super groß bei gefühlt allem. Ich sollte aber jeden warnen, der jetzt vielleicht denkt, dass man da Schnäppchen abgreifen kann. Nein. Die Leute, die da ihr Zeug verkaufen, die wissen, was sie da in der Hand haben. Und verlangen auch dementsprechend. Den Tisch habe ich auch noch aufgenommen, weil ich den ziemlich cool fand aufgrund der Critters. Die theoretisch, wenn ich so jetzt an die Filme zurückdenke, sogar life-size sein müssten. Korrigiert mich, falls ich mich irre. An der Seite war sogar noch ein kleiner Ständer mit Anhängern. Hauptsächlich von Alien und Predator. Aber auch sowas wie Stranger Things, Walking Dead war auch noch vertreten. Für Leute, die jetzt vielleicht dachten, dass auf der Filmbörse wenig war, keine Angst, es gab auch noch außerhalb der Filmbörse eine Menge. Eine Menge Tische mit Filmen. Die Tische fand ich auch noch super faszinierend. Da hier Screen Used Movie Props waren. Und für Leute, die jetzt nicht wissen, was Screen Used heißt, das sind sozusagen Dinge, die während den Arbeiten zu den jeweiligen Filmen sogar benutzt wurden vor der Kamera. Man sieht jetzt in dem Video nicht so gut, was da alles war, aber ich habe auch noch extra Bilder gemacht, die ich auch gleich einblenden werde. Fangen wir doch gleich mal mit einem meiner Favoriten an, nämlich Resident Evil. Und für Leute, die meinen Kanal ein bisschen besser kennen, außer dem Video hier, und sich denken, der mag die Filme? Ja, ich liebe die Filme. Piranhas war auch vertreten mit einigen Sachen, wie zum Beispiel am echten Piranha vom Film. Also was heißt hier echt, aber ihr wisst, was ich meine. Oder hier zum Beispiel ein Ei von dem Piranha, wo die ja rausschlüpfen. War schon cool. Das müsste eigentlich mein Favorit gewesen sein. Als jemand, der Saw auch extrem mag, war das einfach echt cool. Was ich vor allem großartig fand, war, dass auch noch der Kassettenrekorder von Tobin Bell persönlich signiert war. Hier haben wir noch einiges von The Conjuring oder auch Amityville Horror. Was ich aber auch noch großartig fand, war der abgetrennte Arm von Mia aus dem Evil Dead Remake.
Ich glaube, die Meinung zum Film ist da eher zwiegespalten. Manche mögen den überhaupt nicht, manche lieben den. Ich persönlich gehöre zu den Leuten, die den Film lieben. Also, ich finde, das ist eigentlich ein großartiger Evil Dead Ableger. Wenn ich mich jetzt aber auf etwas einigen müsste von den Screen News Movie Props, von den Screen News Movie Props, müsste ich echt sagen, Out of Darkness von Sidney Prescott. Das Buch, was Sidney in Scream 4 geschrieben hat. Weil das fand ich schon echt cool. Und Scream 4 ist sowieso einer meiner Lieblingsteile von der Scream-Reihe. Hier haben wir noch ein paar Messer und Michaels Maske aus Halloween Age 20 oder ein paar Sachen von Goonies oder einfach den verdammten Schädel vom Grinch. Das war aber auch noch ziemlich cool. Ein Zahn vom Spinosaurus aus Jurassic Park 3. Und hier auch noch ein paar Sachen aus Ghostbusters. Ghostbusters 2 sogar. Und ich sag mal so viel. Besser später als nie. Eine Sache, die ich auch noch entdeckt habe, die, finde ich, super viel Charme gehabt hat, war hier dieses Kinderzimmer, was einfach voll auf jemanden, ne, gemacht ist. Wir haben Poster, wir haben Spielzeug, Kassetten, DVDs oder auch noch so ein kleiner Röhrenfernseher, wo auch jemand läuft. Hier hatten wir kurz vor Schluss auch noch ein Diorama zu Godzilla. Was, glaube ich, für Dungeons and Dragons gemacht ist? Wie ich das so beim Anschauen feststellen konnte? Ich glaube, ich spiele das nicht. Ich habe keine Ahnung von dem Zeug. Also, please don't judge me, falls ich falsch liege. Aber das mit den Würfeln da unten, das sieht halt sehr nach D&D aus. Und zu guter Letzt, bevor wir zum Highlight des Videos überhaupt kommen, möchte ich euch noch den Kit zeigen aus der originalen Knight Rider Serie. Mega. Einfach nur mega. Aber jetzt möchte ich still sein und lass die Leute reden, für die ich überhaupt hergekommen bin. My sweater, dude. Thanks. That's an honor for me. Oh, thanks. This one has a special emotional context to me. It's my very first Freddy figure. Ah, it's a great one, though. The skateboard. Here, just let it sit. I've got to look at these. They're different everywhere. Different pictures. Yeah. I can look up there. Fan of the M-Street series. Yeah, especially the first one. Oh, it's fun, isn't it? Number 4, remaster. Yes, totally fun. So I made myself ready for the Comic-Con today. I watched besides on my smartphone your video series on YouTube. Oh, you did? Oh, I had so much fun doing that. I had a lot of fun doing that.
such a cool idea to visit at the outside location. And there. Oh, cool, what is this? What is this? That's a media book. Oh my gosh, this is super cool. It's in the USA, but not a really common thing. I've never seen this before. But in Germany, that's... So when you love a movie, really, that's the highest you can get it. Oh, this is super cool. Oh my gosh, this is so neat. Oh my god. Okay. Okay, so we're finding this one. Do you want to sign in on the front, or you want on my picture? I don't know. Can Robert choose your picture? Robert signed it. Maybe you want to? I'll leave it to you. Okay. I have to thank you. Cheers, cheers. Okay, bye-bye. Hi. Nice to meet you, I'm Toy. It's an honor to me. It's so nice to meet you. I love your hair. Thanks. Yeah, the color. I love it. So you're a big Freddy fan, huh? Oh, I love this. Especially the first one. Is that your favorite one? Mm-hmm. I love to hear that. Yeah, how long was the wait? Did you wait a long time? Es ist auf jeden Fall nicht in Worte zu fassen. Oh, really? Oh, good. I'll be excited. It's just me. How old were you when you started watching this movie? The Natural? Oh, that's a good question. Were you young? About 13, 14? Really? How old are you now? 20. 20. Was someone else in your family a horror fan? Like my uncle. Your uncle. Is he the one that got you into it? Kinda. Yeah? He's more the guy for Jason. Oh, okay, okay. He hasn't anything for Freddy like me. No, and you've always just liked Freddy. Freddy is the best. Isn't he? I mean, if you met him though, he's really nice, yeah? Hmm? Yeah. Thank so you. So nice to meet you. Thank you so much for coming out. I appreciate I it. I have to thank. Well, you're welcome. It was good. It was worth the travel. I can't believe how big it is. I didn't know that it was going to be this big. Nice to meet you. For me, it's also my first time on a convention. Oh, really? Oh, it's going to be fun then. You're going to have a good time, yeah? It's so overwhelming everywhere. Everywhere, right? It's so cute. Thank you. Have a good time. You too. Thank you. How are you? Hello. I love your blue hair. Thank you. Thank you for having me. It was so nice to meet you. Especially for me. Yes, cool. Thank you. But we probably didn't see each other today again. Oh, good. Are you going to be at the panel? All right. I got for every Nightmare on Elm Street cast. Yes. And we see a photo shoot. Oh, very cool. And the dual shoot with all of you. Oh, my God. That's a lot of money. I'm a huge fan of the Elm Street series. Thank you so much. You're so cool. And for all the years of all the love. Thank you. Much appreciated. He says coming to these things and being able to come in Germany is so cool. Because of you guys. So, da bin ich wieder. Für den Fall, dass sich jemand auch dafür interessieren sollte, habe ich hier am Ende jetzt nochmal meine ganzen Autogramme von den jeweiligen Stars und auch die Fotos angeblendet. Und ich kann ja gleich nochmal sagen, dass ich bei den unterschriebenen Sachen, wo mein Name draufsteht, auch schon während dem Video für die Leute, die das wirklich angeschaut haben, den Teil, und sich gedacht haben, was jetzt diese ausgeblockten Kreise sollen. Es gibt Dinge, die bleiben privat, und dazu gehört mein Name. Ich fand es cool bei Lisa, dass ich scheinbar die erste Person war bisher, die jemals mit einem Mediabook bei ihr ankam. Die hat sowas scheinbar noch nie zuvor gesehen.
Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie gut man das jetzt versteht, aber das ist eigentlich auch im Video zu hören, wo ich ihr das Mediabook überreiche zum Unterschreiben. Als letzte Sache von den Unterschriebenen habe ich hier noch meine Freddy-Figur, die ich unterschreiben habe lassen. Ich habe eine Menge Figuren von Freddy Krueger, aber ich habe mich explizit für die entschieden, weil sie für mich einen sehr, sehr emotionalen Wert hat und wahrscheinlich auch einen ziemlich finanziellen Wert, da sie noch eingepackt ist. Jedenfalls, sie hat nämlich einen sehr großen emotionalen Wert für mich, da es tatsächlich meine allererste Freddy-Figur ist überhaupt. Ich habe diese Figur jetzt schon, seit ich ein kleines Kind bin, seit mindestens 10 Jahren. Und zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht einmal einen der Filme gesehen, nur Ausschnitte immer. Und ich war halt schon von den Ausschnitten, die ich da gesehen habe, einfach in love mit diesen Filmen. Es war so ein besonderes Gefühl für mich, dass Robert England meine allererste Freddy-Figur unterschrieben hat für mich. Es war halt wirklich das allererste Merchandise, was ich überhaupt von ihm hatte. Lisa habe ich dazu auch noch unterschreiben lassen, weil aus dem Grund, sie ist zwar nicht in der Szene, aber sie ist der Hauptcharakter neben Freddy im Film. Und wie schon gesagt, großer emotionaler Wert, in einer gewissen Hinsicht kann man sie damit verbinden, also habe ich mir gedacht, lass dir die Chance lieber nicht hingehen. Hiermit kommen wir dann zu den Fotos und da kann ich gleich mal sagen, ich habe natürlich mein Gesicht zensiert, logisch. Wovon träumt ihr nachts, dass ihr hier mein Gesicht ja nicht seht? Und dazu die Nummer unten in der Ecke. Das wird jetzt wahrscheinlich sehr interessant sein für die Leute, die nicht auf einer Comic-Con bisher waren oder dergleichen. Wie das da abläuft, denn ich habe gar nichts im Vorfeld dazu rausgefunden, wie das bei den Fotos abläuft. Und das ist so, es wird sozusagen dein Foto gemacht in so einer Box und hinter der Box ist ein kleiner Tisch mit einer Angestellten von der Comic-Con, die an ihrem Tisch lauter verschiedene Drucker hat und aus den Druckern kommt dann dein Bild herausgeschossen. Also bei mir wurde es zumindest buchstäblich rausgeschossen. Die Maße könnten vielleicht auch interessant sein. Du verfährst eigentlich ganz gut mit einem Bilderrahmen 23 x 15 cm. Und unten in der Ecke hast du dazu auch noch den Code, den habe ich natürlich ausgeblurrt. Mit diesem Code bekommst du kurz nach der Comic-Con, war bei mir zumindest so, eine E-Mail von dem Veranstalter, wo du deinen Code eingeben kannst. Und dann kannst du dir eine digitale Kopie auch von dem Bild holen. Ging nochmal Geld. Zu aller guter Letzt, bevor ich mich jetzt verabschiede im Video, hier noch das Highlight-Bild. Mit allen Vieren von der Elm Street und mir. Das war ein sehr, sehr emotionaler Moment für mich. Denn kleine Story, als sie das Bild geschossen haben, habe ich mich nochmal umgedreht und Robert gefragt, ob ich ihn vielleicht nochmal umarmen könnte. Und der hat mich halt direkt umarmt natürlich. Gut, natürlich ist jetzt nicht wirklich eine Sache, die ich sagen sollte. Es gibt Stars, die wollen das scheinbar überhaupt nicht, habe ich mitbekommen. Aber Lisa, Robert, Toy und Brooke waren da eigentlich sehr offen. Die waren auch super nett. Mit denen konntest du dich super unterhalten. Aber ja, er hat mich halt direkt umarmt auch und hat von einem Fan sich für die ganzen Bilder einen Handschuh ausgeliehen gehabt. Und da hat er mich halt so umarmt und hat dann noch so angedeutet, als würde er mir die Krallen vom Handschuh in den Rücken rammen und hat noch so gemeint, ah, now I've got you. Ja, also alles in allem, es war ein großartiger Tag. Und falls jetzt wirklich Leute hier waren und sich dachten, okay, das Video war jetzt irgendwie doch nicht so aufschlussreich, sorry, aber ich verlinke euch noch ein Video von einem anderen YouTuber, das ich vor der Comic-Con gesehen hatte. Der hat die Stimmung, was du alles da finden kannst im Groben und so weiter und so fort. Das hat er alles richtig gut eingefangen in dem Video. Das werde ich euch auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung verlinken. Also wer wirklich noch nie dort war und mal hin möchte, ich empfehle euch wirklich, euch dieses Video anzuschauen. Aber hiermit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Video.